Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch hier zurück zu Star Wars Battlefront 2 in der Story-Kampagne. Wir befinden uns gerade auf dem Heimatplaneten von Aiden Versio, der vom Imperium selbst verwüstet wird und auch noch Teil des Imperiums ist. Sie greifen also hier die eigenen Leute an. Ja, Aiden war damit überhaupt nicht einverstanden, hatte eine Auseinandersetzung mit ihrem Vater, mit dem Admiral. Und jetzt müssen wir hier den Befehl ausführen, und zwar Protektorat Gleb holen. Es geht weiter. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie geil das hier auch aussieht mit dem Regen. Da habe ich mich eben schon so umgesehen, wie die Helme glänzen und ja, guck, wie das Regenwasser da an der Brust langläuft, am Brustpanzer. Man sieht die Regentropfen da. Hier sieht es wieder richtig gut aus. Ich fand aber in der Folge davor das Charaktermodell von Luke Skywalker dann nicht so prickelnd. Aber hier ist wieder echt geil. Ich kann gerade nicht in die Ego-Perspektive wechseln. Das müssen wir uns, oder was heißt müssen wir uns? Das dürfen wir uns hier so anschauen, wie wir durch den Regen gehen. Eine Welt des Imperiums, was mit einem unnatürlichen Sturm, ja, verwüstet wird, kann man ja schon fast sagen. Oder was machen die Dinger hier? Ich denke mal, wenn wir hier jemanden evakuieren sollen, dann wird das, guck mal, die evakuieren auch hier die Truppen. Das heißt, mit dem Planeten geht's wohl dann zu Ende. Vielleicht zerstören sie die Atmosphäre? Die Schutzschicht oder so? Ich kann nicht in meinem eigenen Schiff abreisen! Wir dürfen erst von Vardos abreisen, wenn sie eine Freigabe haben. Warum? Vardos, ne? Heißt der Planet. Mich erinnert das Ganze so dunkel und dann diese imperiale Welt so ein bisschen an Drum und Cars, finde ich. Aber vielleicht sehen die auch alle gleich aus. Ja, ja. Da schlagen schon Blitze ein. Da vorne ist was eingeschlagen. Oh, ein AT-AT wird abgesetzt. Krass. Die Zivilisten, die regen sich jetzt natürlich auch auf. Zivilisten, die eigentlich treu hinter dem Imperium stehen, sollen hier einfach zurückgelassen werden. Das alles nur, um Angst zu verbreiten? Ich glaube, wir können nichts machen. Nicht bei diesem Wind. Wir müssen warten und können nur hoffen, dass das Imperium weiß, was es tut. Die haben immer noch Vertrauen. Spezialeinheit, durchlassen. Genau. Spezialeinheit wird immer durchgelassen. Oh, guck mal, da ist noch so ein alter... Da ist noch so ein älterer Kreuzer, der noch schön an die Klonkriege erinnert. Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Ah. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, fast. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asche beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Admirals befolge. Vergessen Sie die Befehlskette nicht. Das wollte ich auch gerade sagen, dass er genau das gleiche nachlabert wie Ihr Vater. Gibt es auch wieder Kisten zu finden, wenn ich hier links oder rechts mal nachschaue? Kann man hier rein vielleicht? Ja. Sieht doch aus. Oh, guck mal da oben. Wie komme ich denn da hoch? Vielleicht später, vielleicht kommt man hier nochmal zurück oder so, weil ich komme hier nicht rauf. Hier ist zwar eine Treppe. Ich kann aber nur bis hier hingehen. Vielleicht kommt das noch, weil da haben wir eine Kiste. Ah ne, er kann auch von da aus hacken. Auch gut. Dann kann man einfach den Druiden hinschicken. Wenn man zu faul ist, da selber hinzugehen. Na, guck mal, hier ist einer von der Rasse von Darth Maul. Ich habe die vergessen, wie die heißt. Das ist einer von den Grünen hier.
Die sind eigentlich auch oft als Jedi unterwegs gewesen bei Old Republic, die Grünen. Oh, das ist eine Statue von ihrem Vater, ne? Wenn der hierher kommt, der große Admiral. Und Bonsai-Bäume. Ja, ich gehe hier gerade ein bisschen langsamer durch, weil von Grafikstil her hat das Spiel verdient, dass man sich das mal anschaut. Und die Kiste wollte ich auch noch haben. Okay. Und hier werden also die zukünftigen Führer des Imperiums ausgebildet. Offiziersschule. Akademie. Bitte fahren Sie vor. Ein... Ah. Ziel erreicht. Bewegung bleiben. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, zurück! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los! Commander! Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, was soll das? Nein, nein, nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission! Waffe runter! Schon okay, wir bringen sie weg. Los! Nein, nein, nein! Komm, warten Sie! Ich bin Ihr Commander! Waffe runter! Aiden, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen, allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Del, bitte tu das nicht. Tu es nicht. Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das... das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich habe meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Oha, jetzt geht's los. Der Verrat. Spielen wir hier also... Auf der also, anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn sie uns sehen, gibt's Ärger. Ah, okay. Dann spielen wir hier also wieder eine Person, die mal wieder ein Überläufer ist. Niemand bei Star Wars nimmt seinen Weg ernst. Schwört dem Imperium Treue. Und jetzt ist hier eine Verräterin. Oh, Wasser. Okay. Schleichen wir hier mal durch. Weil der Husk, der hat ja den Funkspruch noch vom... Wir sind so ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. ...vom Vater bekommen. Sie sehen uns nicht. Und das sollte auch so bleiben. Was war das denn für eine Animation? Kann ich wieder in die Ego-Sicht wechseln? Ja. Aber dann sehe ich nicht so gut... zum Schleichen eignet sich das hier mal sehr viel besser, finde ich. Der Sturm wird langsam stärker. Wir müssen den Planeten verlassen. Es wird hier jetzt aber auch rumgeballert da hinten. Auf was schießen die denn und wer schießt da? Okay, ich glaube, hier kann ich wieder normal laufen. Wir hatten Glück. Los jetzt, in den Durchgang. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Auch die... Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Flugabwehrkanonen, okay. Auch die Waffe ist nass vom Regen. Das sieht auch ziemlich cool aus. Und da ist der Daddy wieder mal. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keine Chance.
keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Ich glaube, ich habe gerade so eine Impuls-Sniper in die Hand genommen. Oh oh. Das ist das das Impuls-Sniper zum Aufladen. Nach einer Zeit schießt es dann automatisch. Ah. Nicht ganz so einfach. Nehmen wir mal den berühmten EE-11 wieder raus. Ich habe das gehasst, ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Aha. Ja, Commander. Das ging aber schnell, dass das Aiden jetzt gemerkt hat, dass das Imperium böse war. Und keine Ahnung, wie alt ist sie? Mitte 20 oder so? Ende 20 vielleicht? Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Und jetzt, wo ihre Heimatwelt angegriffen wird, da schnallt sie das. Und vorher war ja alles egal, oder was? Einmal hacken, bitte. Okay, da laufen noch weitere Truppen. Ich kann die Kamera leider nicht drehen. Wir haben eine weitere Kiste mit Fähigkeiten. Du musst was hacken. Okay. Frontkämpfer. Erneuerungen lernen wir dazu. Eine verbesserte Version von Frontkämpfer, die die Aufladung deiner Fähigkeiten abschließt, wenn du einen Gegner besiegst. Dann Leibwächter verringert den Schaden durch Explosionen und Toxine. Hartnäckig, deine Gesundheitsregeneration beginnt früher als normal. Dankeschön. Karten auswählen. Wieso haben. Wo sind denn die Karten, die ich vorhin hier noch überall drin hatte? Ach, die sind hier, aber nicht ausgewählt. Habe ich jetzt überhaupt was dabei? Blendgranate, Scan und Impulskanone. Die Blendgranate nehme ich raus. Dafür nehme ich hier wieder den Thermaldetonator. Was nehme ich denn hier oben? Das sind die Passiven da oben, ne? Was kann ich denn hier noch für eine Fähigkeit mitnehmen? Eine feste Version von Frontkämpfer, die die Aufladung deiner Fähigkeiten abschließt, wenn du einen Gegner besiegst. Ah, einfach Gegner töten und dann werden meine Erneuerungen Dingsbumste gemacht. Das ist wieder die Pumpgun. Ach ja, warum nicht? Und hier oben die passiven Dinger. Verringert den Schaden durch Explosion und Toxine. Deine Gesundheitsregeneration beginnt früher als normal. Das nehme ich mit. Hartnäckig sind wir. Okay. Und der E11 ist natürlich auch gut. E11, nicht EE11. Ein E nur. So, die Patrouille ist vorbeigezogen. Hier steht noch jemand. Los, schock sie schon. Meister der Täuschung. Weil ich den im Nahkampf ausgeschaltet habe. Das ist ja voll schwierig, wenn er da einfach so rumsteht und dich nicht bemerkt. Schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Ah, okay. Das Imperium will niemanden weglassen und die schießen dann auf die Schiffe, die hier wegfliegen. Das ist das also. Hacken. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Auf mein Zeichen. Okay. Hat wieder mehrere unterwegs. Da ist noch was zum Hacken. Kampfläufer? Nicht die Tür treten. Ah! Weil er so seitlich stand, da konnte ich ihn nicht mehr meucheln. Und dann gibt's ihn mit der groben Kelle. Da ist ein AT-AT. Los! Was hackt er jetzt? Ah, wieder so eine Kamera. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Ah, okay. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Oh, das hört sich doch mal nach was an. Wir stehlen einen AT-AT. Dann nehmen wir hier mal das Ding mit. Okay. MPL, drücke, um den Werfer auszurüsten. Drücke R2, um explosive Schüsse da zu machen. Nicht mehr rein. Das sind wahrscheinlich wieder weitere Kameras hier, ne?
Yep. Oh, guck mal, da steht Kunst. Ja, das Gewehr brauche ich jetzt nicht. Das ist der, den ich eben gesehen habe. Bereich schocken. Granate. Dunkle Mächte, nochmal eine Trophäe. Ausweichen. Oh Gott, ich bin schon im Fernseher. Gesucht, Aidenversio. Tot und besonders nicht lebendig. Okay. Keine Gefangene. Oh, da. Sind das alles weibliche Sturmtruppler? Aktiviere Detonator. Die erkennt man ja nicht. Hörst du hier nur an der Stimme. Heiß gelaufene Waffe. Im Film sieht man kaum weibliche Trooper. Die einzige, die jetzt halt mal weiblich ist, ist Captain Phasma. Ist die Captain? Ja, ne? Aus Episode 7 halt. Okay, der Anführer ist auch tot. Hat hier noch was? Ah, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Einmal hacken, bitte. Was drin? Und da. Sammelobjekte. Gefunden. Da gehen wir rein. Geil. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Normal. Genau. Und wenn wir die Zielschüsseln zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Holt sie euch! Nein! Da wollte ich auf cool machen mit der Shotgun. Und mach dann doch auf hohl. Nein, ich will da nichts ändern. Achso, ich muss warten. Bis er lädt. Jetzt kann ich zurück zum Spiel. Das ist nur immer die Ladezeit. Hier war ich doch schon mal. Boah, diese Checkpoints sind ja auch echt hart gesät. So. Gucken wir, ob wir das hier nochmal besser hinkriegen. Nein. Das war mutig mit der Granate, muss ich sagen. Komm, nehmen wir mal das Ding hier raus. Wow, wie die wegfliegen. Heiß, heiß, heiß. Ah, das war jetzt doof. Zuerst steht bei den Geländern nie einer und dann auf einmal kommen sie um die Ecke gehuscht. Hier in dem Vorschaubild da rechts sieht Aidenversio gerade aus wie so ein Kerl mit langen Haaren. Halt. Den muss ich mitnehmen. Oder was heißt muss? Der ist halt ganz cool. Habe ich gerne dabei. So, die stehen da jetzt alle zusammen. So,
So fliegen die halt da ein bisschen durch die Gegend. Und jetzt stehen da oben weg. Gleichgewichtspunkt. Wie viele Trophäen ich heute kriege. Ich habe einen Laser, warum kann ich nicht durch die Wand schießen? Ist, glaube ich, down. Kommen oben jetzt wieder welche? Da. Jetzt kommt wieder keiner. Boah, jetzt kommen wieder mehr. Erwischt. Wo kommst du denn schon wieder her? Okay, jetzt habe ich's aber. Hoffe ich. Da ist der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Wenn wir die Granaten abprallen. Komm, über Bande, über den Pfosten. Bing, boing. Yay! Und der fliegt da. Über Bande. Kriegt auch keiner hin. Ah, hier hätte ich auch hochgehen können. Okay, gehen wir mal in den Kampfläufer rein, würde ich sagen. Oder? Wir gehen in der nächsten Folge in den Kampfläufer rein, würde ich sagen. Das passt noch besser. Was ist das da? Ein Scheinwerfer. Okay, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Star Wars Battlefront. Und wenn ihr Bock habt, dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge auch ein, wenn wir hier den Kampfläufer klauen. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Also, danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.